Hey, yo Leute, was geht? Ich bin's, euer Guigasa! Wieder mit dem Gibla! Der Boss. Und wir machen gerade, es ist 1.22 Uhr. Wir haben uns entschieden, ein bisschen das Haus auszubauen. Und weil ich daran, also euch daran teilhaben lassen wollte. Und weil ich ein bisschen mit meinem Mikro rumspielen wollte, um die perfekte Soundqualität rauszukriegen, weil ich ja die neue Soundkarte habe und keinen Plan habe, wie ich das Mikro einstellen soll. Weil ich am Anfang geklungen habe, wie als würde ich in einer Dose schlimmer. Sitzen. Schlimmer. Schlimmer? Noch schlimmer. Noch schlimmer als sonst. Noch schlimmer als sonst. Aber, ja, keine Ahnung. Ah, verdammt, jetzt muss ich noch... Ich muss gucken. Ups. Ups. Sorry. So. So. Die Musik war schon bereits auf 2 eingestellt. Das Lied an sich ist nur so peppig. Ich werde mich jetzt erstmal um die Farm kümmern, während er da oben baut. Hier einfach rein jetzt, oder? Ha? Hier reingraben jetzt einfach, oder? Ja, ja. Und dann machen wir da uns so eine Loft oder sowas. So. War es nun ein größeres Loch, als wir davor hatten? Einfach wie ein Süchtiger im Moment Borderlands am Zocken, weil ich es jetzt halt komplett hochballern kann und es trotzdem nicht ruckelt. Und ich jetzt schön Legendaries farmen kann. Läuft einfach. Läuft weißt, richtig, Softi. Ey, Mann. Aber gleich über Destiny einfach. Ja, es ist einfach. Keine Ahnung, das sind so zeitaufwendige Spiele, die dann irgendwie voll rulen. Ich baue einfach hier weiter rein, ne? Jojo. Oh, so. Oh yes, oh yes, oh yes. Und ich hab, es ist 1.24 Uhr und ich hab morgen ein Vorstellungsgespräch. Es ist nicht mehr normal. Also, morgen, der 12.9. Ich weiß ja nicht, wann ich das jetzt hochlade. Ob ich das halt hochlade morgen oder so. Oder krieg ich jetzt morgen. Und ja. Dann werde ich gucken, ob ich noch einen Nebenjob annehme. Dann kann er sich einen toten Rechner kaufen. Genau. Dann gebe ich nochmal so viel aus. Für meinen zweiten Rechner. Haha, dir ist die Spitzhacke kaputt gegangen. Hat's einfach angehört, als hätte sein Kopf gegen den Stein gehauen. Hab ich auch. Hast du noch Essen? Ein Brot habe ich noch. Ja, dann hören die Hühner wohl jetzt bald auf zum Gackern. Lol. Ja, du musst ja nur mindestens 2, glaube ich, lassen. Ja, sind ein paar gestorben. Ein paar. 9. So, wir machen jetzt erstmal. Wir hatten uns gedacht, so ein Loft zu machen. Wir machen uns jetzt erstmal einen Riesengang rein. Und dann werden wir den halt strukturieren. Aber erstmal so, dass das gechillt ist. Dass wir erstmal einen Grundsatz haben. So, aber ich glaube, wir müssen hier Fackeln reinmachen, sonst spawnen hier gleich Viecher. Boah, ich habe gerade übel übersteuert. Als ich gesagt habe, spawnen jetzt gleich Viecher. Nein, schon wieder. Du übersteuerst gar nicht, seitdem du die scheiß neue Soundkarte da hast mit deinem scheiß Lappen-PC. Doch, das habe ich. Hast du die Folge gesehen, die ich gestern hochgeladen habe? Ich schau keine Videos von dir, die finde ich scheiße. Nee, ich habe noch gar keine Zeit gehabt, weil ich seit 2 Tagen Destiny suchte wie ein Dummer. Ich hatte bis jetzt 2 Mahlzeiten. Geregelte. Pudding ist für mich keine Mahlzeit. Nicht? Nee, das ist abartig. Ab was? Ich mach uns, glaube ich, hier mal eine Crafting-Box hin. So, eine kleine Crafting-Box. Wer hat noch nicht? Wer will noch mal eine Runde? Oder was? Was? Bau uns mal hier eine Kiste hin, dann können wir die ganzen Cobblestone-Kacke da reinhauen. Ich habe jetzt erstmal eine
Schaufel gemacht, mit der ich deinen Grab schaufeln werde. Echt jetzt? Ja. Oh nein. Und weil ich ja die neue Soundkarte drin habe, weiß ich noch nicht, wie ich die Übersetzung vom Mikro einstellen muss. Und ich musste unbedingt ein Video hochladen. Weil ich auch Bock dazu hatte. Und weil ich halt musste. Damit das geregelt bleibt. Und Alter, da habe ich so übersteuert. Und bei dem Video, was ich heute Morgen aufgenommen habe mit dem Furlong Force. Auch übersteuert bis zum geht nicht mehr. So wie das letzte Mal beim Horrorfilm. Was? Beim Horrorfilm. Übel am Einscheißen nicht gewesen. Auf einmal fängst du an zum Reden in einer Lautstärke, wo man sich denkt, jetzt wird man gleich von hinten erstochen. Ach was? Schellschnitzer an. Aschepa erwachsen. So, jetzt könnt ihr, warte mal kurz, bevor wir zweite. Was? Baumaufteilung. Warum? Wir können das doch noch viel größer machen. Noch größer. Das müssten wir reinbauen. Minecraft-Inneneinrichtung. So ein Riesentisch wie Gaps. Ja. Nee, ich will einfach über viel Platz haben. What? Achso. Ich will einfach über viel Platz haben. Was jetzt genau an. Ist das scheißegal. Oh, ich hab gar nicht. Warte mal. Was gar nicht. Ich habe gar nicht das Resource Pack geändert. Ich wollte jetzt das 1.8er Resource Pack benutzen. Jetzt crasht gleich wieder alles. Boom! Nein! Hardware-Problem aufgetreten. Explosion! Ich brauche mehr Explosion! Das Beste ist ja, Dennis hat sich einen neuen Rechner gekauft, weil er bei seinem alten immer Bluescreens bekommen hat. Ungefähr 5 Minuten bevor er aufnimmt. Jo, da sind wir wieder. Ja. War klar, ich habe das falsche Resource Pack runtergeladen. 512er Auflösung. Ich weiß nicht, warum die eine 512er Auflösung machen. Damit ist ja nicht so, dass 128 ausreicht. Die Hunden, die 512er Auflösung benutzen nur die von Google oder so mit ihren Google PCs Glass, da. Mit ihren komischen Ultra-PCs. Nur das Beste. Ich hab's natürlich auch noch angekündigt, dass Minecraft crasht. Naja, das ist ein kleiner Hellseher. Einfach genial. Ich weiß nicht, ob man es in der Aufnahme sieht, aber immer, wenn ich den Vollbildmodus wegmache, dann ist es ein bisschen verschoben. Da fuck! Also. Friss die Keulen, Bitch. Oh, lecker. Lecker Schmecker. Warum kriegst du eigentlich Hasenkeulen von Hühnern? Das sind keine Hasenkeulen. Gebratenes sind... Hammelfleisch. Das ist ja. Schafsfleisch, warum gibt's das von Hühnern? Weil ich das Hühnerfleisch hab. Kannst doch ein bisschen, Handel haben. Handel? Nee, ich frag nur. Weil du gesagt hast, du tötest Hühner und dann schmeißt du mir Hammelfleisch hin. Da war ich mich über. Die Schafe waren gleich daneben. Achso, wir hatten noch gar nicht so viele Schafe. Doch, hab sie wohl ein bisschen gezüchtet. Erstmal voll konkret Boss-like am Ohr kratzen. Aber ihr seht nix. Das fällt mir erst jetzt auf. Nach 20 Minuten im Dunkeln graben. Ja, fast wie bei Pius Mutter. Ah. Hier kommt schon wieder Erde. Nicht, dass wir uns gleich oben durchgraben. Nee, der Berg ist riesig. Ah. Hast du noch Fackeln? Naja. Weiter! Oder? Stell ich mal hier hin, das ist ein langer Gang. Müsste doch reichen, wenn wir jetzt hier noch andere Räume bauen und so. Naja, okay. Ich könnte jetzt, weißt du, hier mal so vielleicht. So hier rein, weißt du, dass wir es das jetzt hier auf die Höhe bringen, wie da jetzt, dass du verstehst. Ja. Dann bauen wir hier irgendwie voll konkret krass einen Weg nach unten.
So. So, dass sie unten reinkommen, oder was? Ja, richtig. Musst aber ordentlich nochmal eine Kehrtwende machen. Meinst du? So. Ich höre unser Nether-Portal. Ey, erschreck mich nicht so. Junge. Was ist denn da los mit dir? Ach Gott. Jetzt muss ich den Schlipper wechseln. Und wieder. Schau wieder. Was? Was? Gar nicht. Ich Was? trage meinen immer wochenlang. Dennis dreht ihn nach dem Tag einfach immer um. Hatte immer eine umgetragene Seite. Und dann kann ich ihn nochmal umdrehen, weil die andere Seite dann luftgetrocknet ist. Ja! Boah. Oh Gott. Boah. Boah. Hör mir auf. Auf welcher Höhe sind wir jetzt hier eigentlich? Zu hoch, wir sind auf so einer hohen Höhe. 81. 8,8, check. So, ich mache jetzt gleich noch die Decke eins höher, damit wir da das Dach auskleiden können. Weil es wollen wir wahrscheinlich nicht im Steinlook lassen, oder magst du Stein lassen als Dach? Oder wollen wir da Holz machen? Holz sieht geil aus, ich mach Holz. Ja, nimm ein helles Holz, oder? Ja. Lol, wie viele Creeper da stehen. Ja, ich weiß nicht, auf was für eine Schwierigkeit das ist. Eigentlich 1, drück mal F3, da steht Local Difficulty 1 Punkt. Ja, 1,06, was ist denn los? 73? Nein, ja, nein, F3 Nein, nein, drücken. nein, ich bin wegen der Höhe dran. Ach so, ich denke mir gerade. Ich wollte nämlich draußen gucken, auf was für eine Höhe das hier ist. Also hoch sieht das gar nicht mehr. Cool. Ich schwör bei Gott, ich war das nicht. Ja. 86 ist die Höhe. 85. Okay. Wieso muss der Arschstolz explodieren, Alter? Wir könnten ja eigentlich auch mal schlafen. Ist ja nicht so, dass die Betten gleich unten stehen. Nö. Nö. Ja, es. Wir verschönern den Berg dann einfach, wenn das Haus steht, denke ich mal. Ey, das ist hier. Wer bist du denn gelähmt? Lol, was ist das? Ah, da! Au. Weg! Warum machst du das? Dann geht's doch zum Netherportal. Ja, ich baue da eine Tür rein. Keine Panik auf der Titanic. Mann! Mach mal dein BH, Alter. Mach mal dein BH ein bisschen lockerer. Ja, echt hier. Aber bau mal fucking hier rein. Du kriegst ja Klaustrophobie. Klaus, 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 was? Ich kenn auch einen Klaus, der ist einfach 2 Meter groß, ging jetzt sagt man nichts. Wäre es ein Peter, dann wäre es unmöglich. Denn der ist nur ein Meter. Peter-Thermometer. Ich weiß nicht, warum ich das hier mache, aber es nervt mich. Da ist eine coole Tür drin. So eine. Stop shooting! Ja, genau, ich werde angeschossen. Habt ihr gehört? Stop shooting! Wo ist denn jetzt der Eingang zu. Hast du es wieder zuge. Nee. Warum machst du. Hä? Was? Seht ihr das? Guck mal. LOL. Aber negativ.
So, jetzt müssen wir nur noch Tap machen. Tap, 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 Tap. Das mache ich gleich mal. So. Jetzt rastet die Musik vollkommen aus, weil ich Treppen gemacht habe. Treppen. Ne, Spitzhacken, Alter. Dennis, hast du noch Fackeln? Stop shooting. Wenn er mich jetzt nicht gleich aufhört anzustupsen, dann... Ist doch eh AFK, oder? Nicht mehr da ist der. Sind wir eigentlich noch in Zocken oder in Aufnehmen? Chillen. Ha? Wir sind in Chillen, soll ich dich hochmoven? Kann ich dich moven? Nee, du kannst es nicht. Nee, du kannst es nicht. Dürftest du eigentlich nicht können. Nee, kann ich nicht. Die Sonne geht auf. Leute, wir sehen voll gerne die Sonnenaufgang hier von dem Berg aus. Ja? Mhm. Die ja, genau, da geht ja genau nach Osten, ne? Jo. Wollte ich das im Blick hab schon. So, machen wir hier. Oh Mann. Schöne Treppsource hin. Erstmal voll professionell wieder gekratzt. Weißt du, was wir mal kurz machen? Hm? Rede du mal ganz kurz. Was? Ich muss was? Mal ganz. Rede einfach mal irgendwas, was du da gerade machst oder so. Ich stelle mich mal hier in die Ecke, da kann ich mal sehen. Ich muss ganz kurz AFK. Ich habe jetzt keine Lust, die Aufnahme zu beenden, deswegen. Er geht rauchen, natürlich. Nein, nein, gehe ich nicht. Ich gehe was zu trinken holen. Weil ich habe ganz lange nichts getrunken. Also, erzähl, was du da ein bisschen machst. Also ich klopfe natürlich ganz souverän die Steine ab, wie ihr hier sehen könnt. Dann punishen wir Dennis in der Ecke. Es gibt einfach nichts Spannenderes, als alleine in Minecraft Steine abzubauen. Lässt er mich einfach alleine. Er sagt einfach nichts mehr. Doch, aber du glaubst gar nicht, wie spannend es ist, dich zu punishen und gleichzeitig noch Steine abzuklopfen, weil es so derbe langweilig ist. Was? Dir ist langweilig? Wenn man alleine Steine. Wenn man alleine Steine abklopft schon, ja. Weil der feine Herr sich was zum Trinken holt aus dem Nebengebäude. Boah. Nee, der Kühlschrank ist direkt neben mir, aber ich musste trotzdem Stockwerk hoch, weil ich hier kein Bieröffner habe. Der feine Herr trinkt Alkohol während den Aufnahmen, da merkt ihr, was Erfolg mit einem Menschen macht. Der so. Kann einfach nicht mehr ohne Alkohol mit euch unterhalten. Morgen gibt's Kokain. Nein, Kinder, Finger weg von Alkohol und Finger weg von den Drogen. Nee, nur von den Drogen. Ja, Alkohol nur in Maßen genießen. Genau, also ein Liter Maßen. Also ich kann euch von Erfahrung her sagen, ihr fühlt euch übel dick, wenn ihr besoffen seid, aber ihr seid nicht übel dick. Also ich fühle mich immer übel dick und ich bin's einfach auch. Wollte ich gerade sagen, außer ihr seid ich. Dann habt ihr sowieso keine Hemmschwelle. So, ein bisschen Weed farmen, da, weil wir gerade von Drogen gesprochen haben. Brauchst du essen oder was? Nö. Er farmt trotzdem einfach. Ordnung muss sein im Staat Deutsch, was? Soll ich in Fichtenholz das ausklären, also dunkles Holz oder helles Holz oder mittleres Holz oder keine Ahnung was? Boah, ich weiß gar nicht. Genau die Antwort. Lass das mal in Wolle machen, oder? In Wolle?
Dann hole ich uns mal Wolle. Tolle Wolle natürlich auch. Ich weiß gar nicht, wie lange ich schon aufnehme. Um 22 haben wir begonnen und danach zwischendrin ist die Aufnahme gecrashed und... Also ich schätze mal so 15 Minuten ungefähr. Ja, ist nicht schlimm. Mit dem neuen Rechner, ich habe 2 Terabyte Speicher, nur das Problem ist, wenn ich das auf den anderen Rechner nehme, um zu rendern, bin ich Festplatte voll. Warum haben wir nur Babykühe? Ja, ist ein Schaf. Das ist ein Schaf. Hau mal ein bisschen Beat rein. Lag dafür ins Gesicht. Das sind einfach Schafe. Oh Gott. LOL. Daran ja. Seht ihr, dass ich mein ganzes Leben vor dem PC gesessen habe und noch in dem Zoo war. Was denn? Hast du Knochen? Ja. 52. Ne, das sind Zähne. Werf mal her. 52 Zähne sind das. Knochen. Boah, ich glaube hier unten sind Knochen. In meiner Hose. Was? Das ist ein Muskel. Hoffe ich zumindest. Nee, bei mir ist das ein Knochen. Oh Gott. Ja, theoretisch wäre das peinlich, wenn er die ganze Zeit steif ist, aber bei der Bossgröße ist das kein Problem. Oh Gott. Oh, jetzt haben wir keinen Knochen und unsere ganzen Schafe haben so eine beschissene hellgraue Farbe. Achso, ja, stimmt. Also, Größe ist nicht alles, meiner ist 10 cm dick. was? Meiner ist 14 inch big. Könnt ihr mal nachschauen auf Wikipedia, was 14 inch sind? Nee, das ist so geil, das war schon ein Kollege, weil der so, Größe ist nicht alles, es kommt auf die Technik, meiner ist 10 cm. Und vorhin so, hä? Was? Nur? Und der so, dick? Was dachtest du denn? Oh. 10 cm dick? Lol. Naja, wir schweifen ab. Mann, sind noch keine Skelette, man. Weißt, wenn keine Nacht sein soll, dann ist... Nimm doch was zu dem Schnee. Holen uns gleich mal ein bisschen Sand. Verstand. Oder wir bauen es natürlich auch mit Quarz. Quarz? Mhm. Ist halt nervig zum Farmen, aber theoretisch könnten wir es ja farmen. Stimmt, da müssen wir aber in dem Nether-Peter. Ja. War ich vorhin schon drinnen? Grüße an Dominik, ich bin in deine Falle reingeflogen. Gott sei Dank nicht die Lava-Falle, sondern nur diese scheiß runter. Scheiße-Falle also, da an der Treppe. Ich hab offscreen, hab ich ein bisschen Obsidian in der Strip-Mine gefarmt. Ihr habt das ja gesehen, dass wir da Obsidian hatten. Ja, dann hab ich mir ein Nether-Portal gemacht, was hier ist. Ich gehe da rein. Total unschuldig. So, cooler Move mit den Fingern gerade gemacht, hat keiner gesehen. Gott sei Dank. Und hier ist Cobblestone. Cobblestone. Hätte der Gaps mich nicht gerettet, hier war alles Lava. Hier war Lava. Hier hat sich einfach irgendeiner gedacht, ey, mach ich mal Lava hin. Du kannst in dem Nether-Portal kein Inventar aufmachen. Du kannst dich nur ausloggen. Du kannst nicht nach links und rechts, weil da ist Lava. Und das Problem ist einfach, du kannst einfach nichts machen da. Ja, das ist echt. Gerade im Nether, das ist echt kacke. Vor allem, du kannst doch nicht wieder zurückgehen, weil dann leckt's nämlich nur. Nein, oder du kannst nicht zurückgehen. Wenn du da drin stehen bleibst, dann wird das so verschwommen und du fühlst dich wie besoffen. Das ist der ganz normale, wie als ob du reingehen würdest, aber es teleportiert dich einfach nicht. Genau. Und du kannst doch im Portal keine Blöcke setzen. Das Einzige, was du machen kannst, ist mit der Diamantspitzhacke das Portal abbauen, aber. Nee, kannst du ja nicht mal, weil du das Inventar nicht aufmachen kannst. Und ich hatte die nicht in der Leiste drin, ne? Ach so, in der Leiste, okay. Genau, und ich war einfach getrappt. Ich konnte nichts machen.
Ja, aber das ist auch ein bisschen assi, wenn du mal das so machst. Das ist irgendwie komisch, alle Nether-Portals auf dem Server laufen zu diesem, warum auch immer. Immer so, das erste Portal, das ist immer das Portal, wo es immer hinführt. Und wenn ich wieder reingehe, komme ich beim Gaps und so raus, in der letzten Folge. Wieso ist das eigentlich so dunkel hier? Sione. Ach, war das, ist das Portal in Gaps Haus, nicht in Dominiks Haus? Ja. Ach so, okay. Dann war es Gaps Bullshit, Falle. Nee, ich meine, das ist Dominiks Haus, aber Gaps ist da auch drin. Oh. Mir schon gedacht, Gaps lässt sich doch keine Gratishöhle entgehen. Ist immer wieder Nacht. Was? Mein Gott. Ich bin gerade auf der Suche nach Quarz wegen unserer Decke. Achso, bist du schon im Nether, Peter? Also mit Quarz oder was? Naja. Quarz ist heller als Wolle, oder? Ich kann kurz schauen. Weil ich habe schon 48 heute gefarmt. Weil ich mit 30 Level zusammen geglaubt habe, mit diesem verfickten Nether-Peter, mit diesem dummen Quarz-Bullshit, dass ich dann, wenn ich aus dem Nether zurückkomme, einfach in diese scheiß Falle reinfliege, sterbe und wieder 10 Level habe. Bei den Eingängen, ne? Mhm. Ich bin da mit den Gaps hoch und dann kommst du die Treppe hoch und dann der Gaps so, nein! Ich so, what the fuck ist los mit dir? Alter, ich hätte schreien können einfach. Sei froh, das war vorher eine Lava-Falle. Gott. Alter, wenn ich da reingefallen, ich hätte so gestiegen. Und Gaps ist da 3 oder 4 Mal reingefallen und hat Combat locked. Da musste Dominik kommen und das mit Wasser füllen. Dann haben die dann irgendwann eine Schwerkraftfalle draus gemacht. Einfach nicht mehr normal. Oh, ich geh auch mal in den Nether, Peter. Oh fuck. Warum hängen die eigentlich immer in diesen Magma-Streams? Hä, was? Diese komischen Gas-Dinger hängen immer in diesen Magma-Stream. So diese Fliege-Dingsbums, Kanaken. Naja, diese Babyface-Dinger. Mit dem komischen Lunge Winzel. Einfach zu lustig. Ey, ich denke, ich mache so was Cooles vor der Aufnahme, weil ich das vorige Aufnahme gesagt habe. So, ich werde mich um das 1.8er Texture Pack kümmern. Verdrück mich. Nee, du hast ihn nicht verdrückt, du hast einfach das falsch runtergeladen, weil er ist natürlich durch seinen neuen Rechner größenwahnsinnig geworden ist und eine 500, was weiß ich, Auflösung braucht. 512er Auflösung. Ich wollte nur gucken, ob der das schafft. Dennis. Ja? Was ist an dem Spawn passiert? Warum? Komm mal bitte an Spawn vom Nether hin. Ich bin. Also erstmal, wie viel Zombie-Pigments sind es? Und zweitens, warum brennt die Scheiße hier überall? Ist normal. Gehört so. Ja, gehört sich nicht so, aber das Nether. Hey Junge. Wusste ich. Dass hier alles brennt, irgendwie liegt daran, dass es die Hölle ist. Ne? So. Aber nicht so extrem. Ich glaube, wir finden jetzt bald mal eine Festung, aber das auf 1.8, der größte Nachteil an 1.8 ist einfach, dass man eine Minimap hat und sich nicht wegtraut, oder ich traue mich nicht weg vom... Weil selbst wenn du die Koordinaten hast, das ist einfach irgendwie keine Ahnung. Naja, es ist irgendwie man die ist Hölle. Man ist einfach immer geistig gelähmt und erinnert sich dann trotzdem auf einmal nicht mehr an die Koordinaten. Du hast ihm einen Test geschrieben, du hättest einfach nur minimieren müssen. Weiß schon, aber ich hab dann... Habe ich die Höhe auch geschrieben? Ja. Gut. Letztes Mal bin ich auch auf meinem privaten Server, wo Dennis auch ab und zu gezockt, habe ich mich auch verirrt und habe dann einfach so einen random Weg gefunden von ihm
nach eineinhalb Stunden sinnloses Rumgelaufe. Ja, ich hatte nachher keinen Bock mehr, dann habe ich mich quer durchs Nether gegraben, weil ich mich total verlaufen hatte. Und genau diesen Weg findet der und das war einfach zu lustig. Mein Glück. Ey, what the fuck? Was auf dich. Ich hab's einfach gehört. That is. Was denn? Was ist? Ich sterbe. Warum? Was ist passiert? Hallo? Ich sterb. Bitte nicht. Ich bin tot. Warum? Was hast du gemacht? Das Ding hat auf mich geschossen, hat einen Stein dadurch abgebaut und dann kam Lava aus dem Stein raus und ich war in so einem Eck gefangen. Lol, hast du nichts vor dich gebaut oder so oder dich nach oben gebaut? Das ging nicht, das war direkt ein Block neben mir. Und dann bin ich sofort raus, aber dann hat schon alles. Aber ich bin ja gleich wieder da. Aber ich weiß nicht, wo wir hingegangen sind. Linke Dennis, Seite oder so, ja. Wo sind wir hingerannt? Zeige ich dir jetzt. Ich glaube, ich hab's schon. Hauptsache, nicht stirbt. Wie, meine Sahne sind in der Lava, Alter. Hoffe ich doch. Hurenvieh. Aber halt echt. So ein richtiger Krüppel. Nichts gegen Behinderte, aber dieses Ding ist einfach ein Krüppel. What? Was? Hast du das Viech gerade umgebracht? Ja. Alter, hat das geschrien. Bin ich erschrocken, ich bin gerade richtig zusammengezockt in meinem Stuhl. Wenn du das mit dem Bogen triffst, dann hat das solche Geräusche. Alter, das habe ich ja noch nie gehört. Ja, ich auch nicht. Ich habe mich aber erstmal auch total erschreckt. Ich hätte so gerne dein Gesicht gesehen. War das aber kurz so ein Mindfuck, gell? Nö. Niemals, ich bin Profi-Zocker. Alter, es ist schon 2. Ja. Nein. Ich liebe es am Land, ne? Du hast ein Vorstellungsgespräch, der sagt einfach, ja, sehen wir uns wahrscheinlich Freitag, oder? Ja, ja. Wann soll ich reinkommen? Ja, wenn du Bock hast. Entweder das ist, weil ich total awesome bin. Oder. Naja. Weil es am. Was? Wie, naja? Was? Was? Hä? Einfach. Was ich ein bisschen traurig finde, ist, dass meine Abonnenten irgendwie ultra schnell runtergegangen sind. Von 1210 und dann auf einmal 1998. Ich muss mir voll die Tränen zurückhalten. Also ab jetzt müsst ihr wirklich alle Dennis abonnieren. Jetzt geht's wieder bergauf, seitdem er den neuen Rechner hat. Auch wenn er immer noch Bluescreens bekommt, weil er unfähig ist, das richtige Texture Pack auszuwählen. Das lag ja nicht mal. Ich hab ja kein Bluescreen gekriegt, deswegen. Es ist einfach nur Minecraft gecrashed. Achso, du hast geschrieben Bluescreen. Ja, das war davor. Du belügst du mich, Alter. Das war davor, wo ich aus dem Test rausgeflogen bin. Ach stimmt, das war davor, stimmt. Danach ist nur Minecraft gecrashed. Ich hab einen neuen Rechner, ich hab ihn noch nicht großartig Also ich hab ihn komplett aufgesetzt, hab nur Spiele installiert, Bluescreen. GG? LOL. Also da können wir ewig farmen, Dennis. Ja, wir brauchen auch ein bisschen mehr. Weil bisschen, ich hab... Bisschen zu viel oder zu wenig. Ich habe jetzt gerade 21. Ich habe 49. Boah, ich hab den ganzen Tag nichts getrunken. Ja, als Destiny rauskam, habe ich auch einfach den ganzen Tag nichts gegessen. Ich habe es einfach... Ich hab's wichtig empfunden. Ey, ohne Witz, ich hab den ganzen Tag sowas von nichts getrunken. Ich hänge jetzt so in der kleinen Übersetzung an der Bierflasche. Ja, das ist genau das Richtige zum Trinken danach, wenn man den ganzen Tag nichts getrunken hat. Ja, ich hab auch nichts gegessen, fast schon. Auf nüchternen Magen verträgt sich's gut, gell.
Naja, am besten ist da Wodka oder Rum. Aber Dennis trinkt ja gar kein Bier. Nee, normalerweise trinke ich kein Bier. Nee, du trinkst doch jetzt gerade eben kein Bier. Ah, nee, du nicht. Oder was trinkst du, Oettinger, gell? Ich hab nichts anderes hier. Also, er trinkt kein Bier. Ich hab mal im Einzelhandel gearbeitet und da meinte er so, ja, das ist Pennerbier, weißt du, das hergestellt wird? Ich so, ja, hau raus. Meinte er so, die haben einfach so eine Schnur, da wird so ein Korn dran gehalten und dann wird das da reingetaucht für 30 Minuten. Und weil das ja Verschwendung wäre, das Korn dann wegzuwerfen, tun die es nochmal 10 Minuten in das andere Glas rein. Ihr kennt doch diese dreckigen 5-0er-Dosen. Das ist das Standard-Festival-Bier eigentlich. Ja, genau. Es ist einfach, es ist so eklig, man kann es nur trinken, wenn man sich richtig weghacken will. Ansonsten geht das gar nicht, man muss es einfach runterexen. Und das ist einfach Oettinger Bier und man denkt sich, es kann... Ich habe immer gedacht, man kann den Unterschied zwischen Brauerei nicht so schmecken. Doch, man kann. So was Ekliges. Ach. Das ist eine Beleidigung für jeden Bayer, dass das Bier genannt wird. Ja, weil ich so an sich ja sowieso kaum Alkohol trinke. Dennis trinkt nur mal seine überhypten Zuckerkalorienbomben von Energy Drinks, wo jedes ADHS-Kind an einem Schlaganfall sofort umfallen würde. Es ist doch so. Vor allem, ich habe ihm noch nicht mal gesagt, was ich immer trinke. Du trinkst doch immer dieses, wie heißt das, von How I Met Your Mother? Tantrum? Genau. Ja, Mountain Dew, genau. Mountain Dew, Tantrum, Monster Grün und so. Könnt ihr mal nachschauen. Der Zuckergehalt, ich glaube, es ist wie Zuckerwatte, wenn man es sich in den Mund steckt. Es ist in Taurin aufgelöste Zuckerwatte. Ich hab's einfach einmal getrunken, weil Dennis gemeint hat, das wäre voll der geile Energy-Drink. Ich hab gedacht, ich kann nie wieder meinen Mund öffnen, weil er so zusammengeklebt wäre. Das war so geil, mein Vater. Ne? Ich hab dem Papa vom Club sowas mitgebracht, meint er so, ja, ich bin von Müde, gib mir was, trink dir das so. Meint er, boah, ich glaube, ich hab grad Diabetes bekommen. Nee, also, ich kann das auch nicht trinken, aber jedem das seine. Meint er einfach so, ich kann den Karies schon arbeiten hören, das ist so geil. Ja, yes, ich hab das auch nicht vertragen, hey. Ich hab mir gedacht, ich bin jetzt gleich weg. Ja, aber wenn du den ganzen Tag, also ganze Nacht im Club bist und tanzt und sowas, merkst dann, dass du müde bist ohne Ende, da ist das echt Engelspipi. Sag mal, ich bin nicht mutig, ich hab mich gerade im Nether nach unten gegraben. Du bist so ein tapferer Mann. Wir brauchen auch noch Glowstone, gell? Also wenn du Glowstone-Adern siehst. Ich hab Glowstone-Adern in meinen. Bitte was? Ich spritze mir immer Glowstone auf die Hoffnung, dass ich zum Star werde, was? Oh. Oh, es ist so schwer mit diesen Jungen. Man muss immer das Gefühl geben. Habt ihr das gesehen? Was war das? Wo bist du eigentlich hingelaufen, Alter? Ich weiß nicht. Das war's, also. Nee, nicht runterfallen. Irgendwie ist das Netherportal übel beschissen gespawnt. Ich wäre gerade fast runtergefallen. In die Finsternis. Ja, lass mir zurückgehen, lass mal ein bisschen weiter bauen, Dennis. Ja, sofort. Ich muss nur gerade den Magma, die Magma Cream aufheben. Oh Gott. Ah, kannst du schon cooler sagen, ne? Ach Gott. Was? Ne, was denn? Ich bin gerade bei. Man spawnt ja bei Gaps im Haus und. Ja. Geräusch einfach, wenn die sich wiederkommen. Dennis, du musst den. Ich.
die Erde, du musst aufpassen, wenn du die Treppe hochgehst bei Gabs Haus. Ich weiß. Ich habe da die Falle etwas erweitert für ihn, weil ich durch seine ja gestorben bin. Fand ich das nur gerechtfertigt. Ja super, wie soll ich denn da jetzt rüberkommen? Joker. Springschlampe, spring. Ich muss nach unten gucken, weil die haben mir verboten, in der Aufnahme zu zeigen, wie der Seitenausgang ist. Beziehungsweise der Seitenausgang und ich habe jetzt zweimal Seitenausgang. Ich habe mich mit Seitenausgang verbessert. Auf Seitenausgang. Der Hauptausgang, Geheimausgang. Und das respektiere ich natürlich, weil die nicht wollen, dass bei ihnen gegrieft wird. Also es ist wirklich so auf dem Server, ein Typ hat sich ein Feld gebaut und... Ich kann es euch einfach mal zeigen. Ja genau, du läufst eh am Spawn vorbei. Ich bin einfach auf dem Weg dann zurückgelaufen, hab das gesehen, hab ich mir auch gedacht, so extrem griefen muss man jetzt auch nicht. Wenn das nicht schon gefixt hat... Nee, hat er nicht, das war ja keiner auf dem Server jetzt den ganzen Tag irgendwie. Weil Gaps nicht da ist, läuft's hier nicht. Gestern war ja der TS. Also auf dem TS auch mal vorbeischauen. Der war gestern voll bis zum geht nicht mehr. Waren 11 Leute im Channel oder so. Ja, allein im Channel und danach gab es ja noch welche, die nicht im Channel waren und trotzdem noch Minecraft gezockt haben. Ich glaube, es waren gestern 14 Leute mal zwischenzeitlich. Ja, das wenn ihr in der ersten Folge guckt, das war mal zu. Das war mal ein Feld. Jetzt sieht's aus, als wäre da Zweiter Weltkrieg. Hier waren, glaube ich, Schafe drin, ne? Ja, und seine. Schau mal seine Kisten an. Es ist einfach alles draußen. Alles. Ich wollte mir nämlich zwei Eisen klauen. Eine Schere. Und. Einfach alles leer. Hier waren Kühe drin. Ne? Hier riesiges Loch. Ey, juckt die nicht? Ich hab kein Essen mehr. Du hast kein Essen mehr? Warum gibst du mir denn alles? Ich habe gedacht, irgendwie 10 Chicken reichen mir, aber. Ja, ich habe jetzt 5 Brote und 3 Chicken verbraucht. Was? Sprintest du nicht oder was? Was? Sprintest du nicht oder was? Doch. Wie hält es bei dir so lang? Ich habe das Gefühl irgendwie auf dem Server, dass man. Hier das Zeug so ewig schnell verbraucht. Ja. Aber finde ich ganz gut, weil in Vanilla ist halt einfach, dass man schnell keine Herausforderung mehr hat. Ich glaube auf Hexen habe ich noch nie gegessen. Auf deinem Server doch. In Hexen habe ich noch nie gegessen. Hätte doch sicher, musst du ja. Nee. Pflanz mal die Tiere fort. Hey, wieso hast du nichts gegessen? Ich weiß nicht, weil ich nie Hunger hatte. Doch. Nee, ich meine nicht. Dann wäre ja auch peaceful, aber es spawnen ja Monster. Hast du auf peaceful kein Hunger oder was? Nee, ich glaube nicht. Peaceful hast du immer voll. Ich habe den ersten Server, den ich hatte, nämlich auf peaceful gespielt, weil ich da so übelst der Minecraft gut war und mir bei einem Zombie richtig in die Hose geschissen habe. Wie dumm ist das denn auf Peaceful, dass kein Hunger verbraucht wird? Da hast ja gar keine Challenge mehr. Das ist halt für die Leute, die quasi im Survival bauen wollen und. Ach so. Also, shit. So, ich habe jetzt einen Stack Quarz. Was? Ach, schluck's runter, Bitch. Was los? Den Hodensack in kaltes Wasser hängen. Den Hodensack in kaltes Wasser hängen. Hast du Hunger?
Ne, du hast doch, gell? Ja, ich hab noch. Boah, jetzt heißt es erstmal Decke auskleiden. Like unter Buchs. Reicht eh nicht. Das sieht mit Quarz irgendwie richtig cool aus. Jo. Vor allem, weil. Ich finde bei. Oh, ich brauch den. Was war das jetzt für ein Orgasmus? Was? Du darfst dich nicht verbauen, Dennis. Wenn du Quarz abbaust, ist es einfach weg. Oder? Warte. Nein. Ja, bei mir war es gerade weg einfach danach. Ja, hat sich dann schon geleckt. So. Dann nimmt die Hütte doch schon mal Gestalt an. Außer, dass manche von diesen Dingern so pissgelb sind. Als wären hier voll die Kettenraucher drinne. Es reicht einfach wirklich nicht. Er haut mich direkt in eine Combo rein, was ist denn los mit dem? Aber jeder weiß, wenn man ungespielt schaut, es gibt keine Bugs beim Kampfsystem von Minecraft. That's what she said. Nee, aber bei Dennis könnt ihr euch jetzt in Zukunft auf was freuen. Auf viel Mädchengeschrei. Ja? Ja, sicher. Ich hab gehört, du fängst mit Amnesia an. Ich hab das aber mit der Facecam noch nicht set up. Ja, die Abonnenten können ja mal in die Kommentare schreiben, ob sie unbedingt eine Facecam sehen wollen in Amnesia oder ob sie auch den, mindestens den ersten Teil ohne Facecam auskommen. Ja, vielleicht kann ich auch bald dann irgendwie mit Facecam-Dinger dazu machen, aber ich weiß nicht, ob die wirkt, die ich hier habe. Und ob die so doll ist. Aber können die Abonnenten ja mal in die Kommentare schreiben, falls ihr bis hierher überhaupt noch geschaut habt und uns zwei hobbylosen Spasten beim Labern zugehört habt? Was? Was? Ich hab total vergessen, du brauchst jetzt zum Verzaubern Lapislazuli, ne? Stimmt. Haben wir so einen Dreck? Ich meine ja. Ich hab den nie in den Höhlen mitgenommen, ich hab den überflacken lassen, weil es einfach Bullshit ist, aber stimmt, man braucht ihn jetzt. Das finde ich auch so geil. Keiner nimmt mal Apis mit. Was macht Minecraft, damit es irgendjemand mitnimmt, machen sie es einfach, dass es wichtig ist. Mit. Juck die nicht! Juck die nicht! Es wird Nacht in Cocktown. Ich hab ne Scheiße, Mann. Was ist so Scheiße? Was? Was hast du verzaubert? Deine Tierspitzhacke oder was? Nee, nee. Dennis. Nicht, Freunde, es lohnt sich einfach nicht. Überfordert schon mit dem System gerade mal. Weißt du, was das Traurige ist? Wir haben eigentlich noch nicht mal alle Räume jetzt in unserem Haus und das Quarz ist jetzt schon so ewig eng. Aber können wir mal farmen gehen? 10 Jahre. Also besser gesagt, das ist so ewig eng. Was? Wo sind die Workbench, Digga? Digga! Keine Ahnung. Habe ich im Inventar. Ey, Mann! Ich bring sie dir! Dann können wir direkt schlafen gehen. Und hör auf, wie Sanji von One Piece zu reden, wenn er mit Robin spricht. Wie der mit der Axt da langläuft, so. Ey, Junge, bist du behindert? Guck ihn dir an! Guck ihn dir an! Lol, was da für Spasten auf dem TS rumlungern.
Fanboys, ey. Echte. Du machst das wohl wieder ganz. Los, mach's ganz. Du Stück. Los, du Sklave. Wo ist die andere Workbench? Hier hast du. Aua! Wo ist die andere Workbench? Was hier mit A? Ey, Mann. Alter, das klingt hier einfach. Dennis, stell dich mal hier hin. Stell dich mal hier hin, wo ich stehe. Man meint, dass irgendwie gerade ein Schaf mit einer Kuh und gleichzeitig ein Huhn bumst. Klingt einfach wie eine Vergewaltigung. So, da sind wir bei dem Part angekommen, wo wir dann den Arzt einschalten. Der hat einfach die, den Crafting Table disintegriert, ey. Ach, kennt doch jetzt eh jeder den Eingang. Nein, nein! Ich hatte die wirklich im Inventar! Und ich hab sie jetzt nicht gesehen, hab jetzt noch eine gemacht. Ich hab sie doch gesagt. Total vertrauensvoll, also. Hey Dennis? Ja. Ach nee, warte, egal. Wir müssen die Wände hier noch eins breiter machen, weil wir brauchen ja. Eins breiter? Digga! Also noch breiter als wir eh schon sind. Nee, weil sonst ist die Decke ja, sonst hat ihr eine Reihe umsonst gemacht quasi. Wie jetzt? Gehst du? Ich komme jetzt hoch und dann zeigst du mir das, weil sonst fange ich an zu weinen. Und sorry, dass meine Tastatur noch ein bisschen laut ist, aber die ist neu. Und das ist das Problem, weil neuen Tastaturen, die sind immer lauter. Wenn wir jetzt hier eine Wand runterziehen, schau her. Ja. Und dann hier eine Decke machen. Dann sieht man den Stein nicht mehr. Verstehst du? Ja. Deswegen gehen wir noch eins rein. Jetzt verstehe ich es nicht mehr. Jetzt verstehe ich es echt nicht mehr. Was meinst du? Ja, wir müssen es einfach eins breiter bauen noch. Verstehst du? Warum? Schau mal her, stell dir mal vor. Dennis, schau her. Dennis. Oh. Also, konzentrier dich. Stell dir mal vor, aua. Hauze hat mich in seiner Kombo. Ich habe ja keinen Damage Indicator. Ich auch nicht. Okay, konzentrieren wir uns mal wieder. Ja, holt der direkt Schwert aus. So, eine breiter, warum? Schau her. Stell dir mal vor, das fährt unsere Wandbekleidung. Dieses Stück Dreck ist jetzt unsere Wand, okay? Wir bauen jetzt hier eine Wand runter. Ja. Okay. Und wir kleiden die Decke noch fertig aus. Verstehst du? Man sieht dann diese Blöcke nicht mehr. Dann hätten wir quasi eine Reihe umsonst gebaut. Hier oben, von dem hier. Er checkt's einfach nicht. Sein Gehirn ist einfach zu langsam dafür. Du denkst voll kompliziert, man sieht die doch, wenn man in den Raum reingeht. Dennis? Ja? Ich schneide dir alle Schamhaare ab. Cool, dann muss ich das nicht selber machen. Nee, Mach's einfach eins breiter zu, was ich sage. Ja, wenn das halt kacke aussieht, ne? Eins ist, was kacke aussieht, ist Pius Mom. Ich mach mir ein bisschen Eisentools jetzt hier. Nee, nee, hier muss ich uns nicht breiter machen, Dennis. Erst ab da, wo der Erdeblock steht jetzt. Ist ja nicht so, dass ich morgen um 8:30 im Krankenhaus sein muss. Schon wieder? Mhm. Ist das Stammgast oder was? Ungefähr so ziemlich zur Zeit, ja. Was ist denn deine Arschsonne? Nee, weil da ist halt jemand, den besuche ich immer. Ach so. Und ich war es selber gestern. Jemand, der sich lohnt, dass ich ihn kennenlerne? Nee. Nee, du Egoist.
Ich will nicht schon wieder den Nähtapete. Mich? Das letzte Mal, als ich so ein Geräusch gehört habe, ist ein Typ auf eine Katze getreten. Wir haben ein Problem, ich habe nur noch 4 Pfeile, das heißt, ich kann nur noch 2 Gas machen, kaputt. Du bist wieder ein Meter, Peter. Thermometer. Wir nehmen einfach schon übermäßig lange auf. Ja, wie gesagt, wahrscheinlich seit einer Stunde, jetzt näher, wenn weniger, 40, 50 Minuten wahrscheinlich. Ja. Ob sich Dennis in der nächsten Folge auch noch am Arsch kratzen wird, das und vieles mehr erfahrt ihr in der nächsten Folge von One Piece. Wer einschläft mit Popo, die juckt, wacht auf mit Finger, die stinkt. Ja. Das sagte Konfuzius. Richtig krasser Boy. Traurig, dass so einer wirklich was drauf hatte. Dennis? Was denn? Aua! Ich geh mal noch mal farmen. Hey Mann, Watcha! What? LOL! Was ging ab? Was ist passiert? Alter! Ich bin da gerade reingekommen und mein Typen hat's einfach. Oh, Dennis, komm auch mal in den Nähtapete, da schießt so ein Gästfotzenknecht auf mich. Du hast einfach ein Stück von diesen Partikeln abgebaut, die als Tor darstellen. Ja, mich hat's übel gerade zerrissen einfach. Wow. Das ist der übelste Gast, Alter. Meine EP, meine EP. Fliegen alle runter. Wo hast denn du einen Gang gehabt, dass wir weiterfarmen können? Weil hier ist es bald alles abgebaut. Überall sind diese Drecks. Du musst nur hier lang gehen. Oh, nicht noch einer. Lol. Ihre Flugbahn irritiert mich, die sind wie Helikopter bei Battlefield. Halbes Herz. Hier ist noch einer. Halbes Herz. Dennis, lass sie mal weggehen, ich glaube, die spawnen hier. Ist okay, ich habe die Situation unter Kontrolle gebracht. Außer ich noch einen höre. Ey, hier sind Magma-Slimes! Hier sind Slime-Chunks! Lass die punishen. Da hinten höre ich noch einen. Garst zu dem Arzt. Thermometer, Peter. Anal im Darm. Anal im Darm. Kennst du die ganzen Pornotitel? Alarm, Alarm! Oder Analgeddon. Das ist einfach zu lustig. Dieses komische Ding, ey. Da in dieser Feuerwache, was der Gäste ja gezeigt hat. Alarm, Alarm. Zu lustig. Wir haben damals einfach immer, wenn wir gezockt haben, uns so. Pornotitel, einfach nur die Beschreibung durchgelesen, Alter, du brichst so ab einfach. Ja, du kannst ja auch dieses YouTube-Video da 100 Pornotitel in 100 Sekunden. Ja, ja. Da brichst du dir auch einen ab. Du denkst, dass ich einfach
Das ist echt, warum liegt hier Stroh rum? Ich weiß nicht, wer dummer ist einfach in diesen Filmen, die Schauspieler oder die Regisseure. Ja, denen geht's ja nicht. Die wollen ja keinen Hollywood-Blockbuster machen, die wollen ja einfach nur so schnell wie möglich ans Knallen kommen. Also wie ein Samstagabend in einer. Was? Disco? Nein, Spaß. Nein, denn es ist nicht so einer. Nein, bin ich echt nicht. Nee, Dennis spricht die Frauen nicht an. Sie sprechen ihn an. So muss das sein. Die Frauen müssen zum Boss kommen. Das hört sich übel sexistisch an. Nein, ich will jetzt gar nicht sexistisch oder so sein, aber ich finde einfach Frauen sind Menschen zweiter Klasse. Boah. Jetzt habe ich irgendwie Angst, in meine Stammdisco zu gehen, weil einige davon auch hier die Videos gucken. Und ein paar Freundinnen von mir. Und wenn ich solche Sachen ablasse. Junge. Nein, ihr müsst wissen, Dennis redet eigentlich in Aufnahmen nicht so, nur wenn er privat mit anderen Leuten unterwegs ist. Was? Also ich habe echt Angst vor denen. Schöne Grüße an euch, all Gruftis. Die gruftigen Gruftis. Das war so geil, weißt du, wir stehen so vor der Disco und chillen so in so einem Aufzug-Vorraum zur Tiefgarage und ich komme so rein. Ah, oh, Gruftis. Und also, hä, was ist los mit dem? Einfach ja. Zu lustig. Einfach behindert. Dennis ist immer der Spaßvogel in der Gruppe. Ja. Die Witze sind aber meistens zu hoch, die versteht keiner. Alter, wie lange das dauert, das zu farmen. Gibt welche AIDS und Krebs und AIDS und Krebs und AIDS und Krebs und AIDS und Krebs. Boah, ich häng schon fast eine Stunde an meinem Bier. Ex oder Hose? Nee. Ja, lauf mir vor die Spitzhacke, hast du fein gemacht. Hast du gerade gesagt Ex oder Russe? Nein, ich habe gesagt Ex oder Hose. Definiere Hose. Kennst du nicht den Spruch Ex oder Hose? Nee. Ich kenne nur Ex oder Arschloch. Das Problem ist, den Spruch nimmst du umso mehr Intus du hast, auch immer ernster. Im Festival sind wir alle ohne Hose drin. Okay, anderes Thema. Ich habe Bananen wachsen in vielen Ländern. Gerade gesagt, Bananen wachsen in vielen. Nein. Ich hab schon mal daran gedacht, ich umoperieren. Ich hab Sprinten gedrückt anstatt ducken. Das hat mir also, das klingt vielleicht jetzt komisch, aber wir haben das letzte Mal, habe ich mit meinem Cousin mich unterhalten, eben über Transvestiten. Ich bin ein hübsches Mädchen geworden. Es ist ja anscheinend, als wenn ein Mann eine Frau sein will, eigentlich relativ einfach die OP. Also, Edel, what's up? Ja, abschneiden und Und jetzt passt mal auf, wenn man sich von einer Frau in den Mann umoperieren lässt, sag ich mal so, ja. Wie will man so einen Teil hinmachen? Also entweder man hängt Kennst sich ein Schwein. Kennst du die South Park Folge? Oder so eine, wo die eine Maus zischt und da hinten so ein Penis drauf ist? Nee, und dann läuft der Mr. Garrison die ganze Zeit hinterher, meine Penisratte! Nee, und auf jeden Fall, wenn sich da eine Frau umoperieren lässt, dann hat man ja bekanntlicherweise zwei Hoden, es sei denn, man ist komischerweise in anatomischen Verhältnissen ziemlich komisch drauf. Dann gibt es bei den Frauen, weil die haben ja dann auch keine Kontrolle über das ihr Hängeteil da unten, dann haben die rechts den Hoden, wenn die da drauf drücken, dann macht es so und es bläst den dann auf. Und wenn man auf den linken Hoden drauf drückt, dann lässt es die Luft wieder raus. Alter, als ich das gehört habe, ich bin abgebrochen. Ja. Überleg dir das mal. Du drückst auf deinen Hoden rum und danach. Da sind wir auch im Nether des Niveaus gelandet. Ich bin abgebrochen. Alter, überleg dir das mal. Die fängt doch immer so vor dir an, wenn es irgendjemanden gibt, der mit sowas Sex haben will. Dann fängt die an. Geil, hängst du da so, ey, yo, pump mal deinen Hoden auf.
Mensch, du, lass du mal ran, du. Und der Uwe 54, du. Du bist der böse Assi. Wie dieses T-Shirt von Joko und Klaas da, wo da steht, der perverse Bauer, ich flüge jede Ritze oder so ein Scheiß, war das. Das ist einfach das ja, T-Shirt, ja. Ey, das ist so behindert. Verdammt, wo ist das Portal? Oh Gott, ihr müsst es nicht ernsthaft verirrt. Darf natürlich nie fehlen, wenn man im Nether ist. Ich habe Krebs und AIDS. Und Krebs und AIDS. Ja, Krebs und AIDS. Ich mach Feuer mit der Hand aus. Ganz geheime Shaolin-Technik. Also ich wenn ich meinen Ofen aushaben will, hau ich auch immer ich auf die Pfanne. Ich hab den Portal. Wo bist du? Ich war da, wo wir vorhin waren. Komm nochmal zurück, wo du losgelaufen bist. Da, wo ich losgelaufen bin? Ah, da. Oh yeah. Boah, das sieht halt irgendwie einen richtig geilen Beat. Boah, Monster oder wie heißt das denn? Wo du zusatz drehen musst. Boah, das ist richtig böse. Ich hab gerade einfach Krebs. Oh Gott, achso. Gut, da geht's runter. Hallo, Mr. Pigman! Wollen Sie was kaufen? Wollen Sie was kaufen, Mr. Pigman? Ich hätte da was im Angebot. Eine Ohrfeige. Nein? Überlegen Sie sich's nochmal. Kommen Sie zurück. Nicht? Ey, nein. Ey. Haben Sie das gesehen? Doch hat nicht einfach gehauen. Ey, Gott, die Russen sind da. Egger. Egg. Das ist auch so ein Klassikerfilm. Wie ist der noch? Werner, ne? Werner. Ja, was noch irgendwie ist, ist dieses kleine Arschloch oder so. Das kleine Arschloch hier, den habe ich mir noch oben angeschaut. Wenn man im Nether Portal bleibt, wenn man nicht wegkommt, passiert das. Da hat man das. Man kann kein Inventar aufmachen. Hört ihr, drückt die Taste. Nichts passiert. Ja, das war's. Bewegen darfst du dich nicht. Dennis? Ja. Was denn? Was ist denn los? Ja, du darfst auch damit aufhören. Jetzt habe ich mich verlaufen wegen dir. So, hier mal lang muss ich. Läufst, Dennis? Ja. In was für eine Haltung bewegst du gerade deinen Kopf? Nach unten, weil die mir gesagt haben, die wollen nicht, dass man den Geheimgang sieht. Als ob der geheim wäre. Ja, den sieht man halt einfach nicht. Boah, guck mal da hinten die Sonne, das sieht richtig Porno aus. Ich würde gerne einen Shader drauf schießen. Aber auf 1.8 gibt es noch keine Shader. Warum sind da Fackeln oben? Lass hingehen. Wenn das ist, dann tun wir alles. Was? Blaues, Danus, was? Was? Du wirst doch wohl jetzt nicht hier griefen. Griefen? Nee. Das sind einfach so Fackeln. Baus sie ab, bevor sie Eier legen. Ups. Dennis? Lol. Also das Haus ist wirklich das schönste mit Abstand. Warum habe ich jetzt gerade so einen Mordverlangen? Aber wir nehmen schon so lange auf. So, dann werden wir uns nach Hause begeben und dann mal die Folge zu der Folge beenden.
Also auf jeden Fall in die Kommentare schreiben, ob Dennis denn jetzt Amnesia Let's Playen soll mit oder ohne Facecam, ob ihr euch auch ohne Facecam drauf freuen würdet. Ja, das Problem ist, ohne Facecam wird das noch was dauern, weil ich halt echt keinen Plan, wie ich das mit der Facecam regel und weil ich keine großartige Facecam habe. Weil ich sowieso die ganze Zeit nur so voll verpeilt auf den Bildschirm gucke und dann Jumpscare, die Augenbrauen hochziehe. Also wenn ihr Bock habt auf Frauengekreische und sonstige lustige Laute, richtig, diese Krebslaute. Ich hab's einfach bei dir als Widerhall gehört. Wenn du minimal übersteuert bist. Minimal? Das Ding ist ausgeschlagen bis unter die Decke. Nee, ich mach's nicht durch. Besonders nicht bei Amnesia, da muss ich meinen Mann stehen. Ja. Ich bin ja schließlich nicht Red Wolf Gamer, ja? Nein, nein. Vor allem nicht, wenn du seine Videos schaust auch noch. So, damit, auch wenn er mich niemals verstehen wird, weil er ein Ami ist, aber ich habe einfach ein Screenshot mit dem. Freut mich total. Sollte vielleicht als Aufklärung sagen, weil nicht jeder den kennt. Das ist ein amerikanischer YouTuber, der Horrorspiele Let's Played und ich und Dennis schauen uns regelmäßig an und... Jetzt ist der voll ruhig. Was ist los? Wo bist du? Nein! Nein, Hilfe! Ich hoffe, wir auch so einen Mord verlangen. Mord ist ihr Hobby. Kennst du das noch auf Super RTL? Ja. Dieser Alte, wie hieß die nochmal? Matt Fletcher oder so? Keine dieser Ahnung. Alte, die immer die in diesem. Die sah aus wie von James Bond. Und außerdem war die Alte immer mitten im Gemetzel, das ist voll die Barbaren, Alte. So geil. Das hat meine Mutter immer gesuchtet früher, weil es noch kein Navy CIS und sowas gab. Gab doch keine niveaulosen Sendungen, wie zum Beispiel Familien im Brennpunkt. RTL ist wie Fukushima, das strahlt so lange, bis alle behindert sind. Das war da hat sich RTL wirklich beschwert. Ich habe bei McDonald's liegt ja immer eine Bildzeitung aus, zumindest bei uns. Und dann stand drin: Was Bild. Was habt ihr für einen hochwertigen McDonald's? Bei uns nicht. Ziemliche Bonzen McDonald's anscheinend, ne, keine Ahnung. Und auf jeden Fall steht dann droben: Bild deckt auf. RTL-Soaps sind gefaked. Wow. Und da waren halt so Bilder wie von der Tusse, die sagt, sie ist Klopapier und so. Und RTL hat jetzt wirklich die Bild verklagt auf Schadensersatz, weil sie anscheinend wirklich denken, dass irgendwelche Leute glauben, es wäre nichts fake und... Leute. Das ist so traurig, die Welt. Was war das? Oh Gott. Das Einzige, was nicht gestellt war... war zwei bei Calvers. Ne, die untere Reihe muss dicht abbauen, weil es kommt ja auch noch ein Boden rein. Kommt da noch ein Boden rein? Mhm. Was willst du denn für einen Boden machen? Keine Ahnung, auf jeden Fall keinen Hoden. Hast du gerade gesagt, keinen Hoden? LOL, Dennis! Sieht das geil aus. Irgendwie sieht das cool aus. Ist mir hier Glas oder so? Lass wir halten, da bauen wir dann eine Glaskuppel drüber oder so und bauen uns hier einen Garten noch rein. Hier unten, ne? So ein Garten rein. Mhm. Und oben so eine Glaskuppel. Boah, Alter. Da können Alter. Wir uns dann raushocken und Bingo spielen und... Das wird voll Analytics. Anal. Boah, das ist ihr Hobby. Oh Gott. Boah, wenn ich zurückdenke, das habe ich das letzte Mal gesehen, als ich... 6 war oder so. Ne, noch früher. Lol. Da war ich noch früher, also noch jünger als 6. Das ist einfach, da kamen richtig die Erinnerungen auf. Ich bin das letzte Mal noch aufgewacht in der Früh und hab, was kam da auf Super RTL? Kam da irgend so eine Kindersendung? Ich weiß nicht, was das für ein Bullshit war. Aber ja, blau und schlau. Wir haben blau und schlau gelöst, denn wir sind gar nicht dumm.
Auf jeden Fall habe ich noch einen Gedanken. Warum ist hier ein Kreuz? Ey, das ist gruselig. Direkt über unserem Haus ist ein Kreuz. Was? Naja. Ein Kreuz. Kreuz. Ein Kruzifix. Lol. L zu dem O zu dem L. Ich bin eh dafür, dass wir ein brennendes Kreuz bauen, wo Pew sich einloggen muss und danach immer drauf stehen bleiben muss. Wie bei meinem coolen Spenderaltar, den ich gebaut habe, wo alle gesagt haben, da werden Pius geopfert. Die sind nur neidisch. Ich habe irgendwie gar keinen Bock, die Aufnahme zu beenden. Aber dann lass gleich, gleich noch einen zweiten Teil hinterherhängen, aber ich denke, 2 Stunden. Ja, guckt sich keiner an. Oder kaum einer. Jetzt würde ich sagen. Okay, dann hau ich den. Ne? Haut da rein von mir. Bis zur nächsten Folge. Von diesem Madness Club hier. Hey, ich verkraft es aber. Würde ich sagen, haut rein. Schaut in der nächsten Folge vorbei. Schön immer weiter liken, subscriben, ne, ein bisschen. Wenn der Channel wächst, wird es einfach noch viel geiler. Dann wächst auch Dennis Geldbörse, was? Was? Ja, wird's noch nicht mal. Ich bin ja noch nicht mal monetarisiert. Nee, so. Und auf jeden Fall in die Kommentare schreiben mit Amnesia, nicht vergessen. So, ich würde mich auf Dennis Frauengeschrei richtig freuen. Was für Frauengeschrei? Digga. Digga, ich hab immer noch die Kleider an, die Hosen an hier. Also haut rein, ciao. Okay, haut rein, bis zum nächsten Mal. Bis dann.